Hi Leute und herzlich willkommen hier bei Let's Show Ghost Recon Online. Also ich bin da schon mal auf dem Server drauf. Und ja, für Beta könnte ich registrieren. Das habe ich gerade über Twitter gelesen, jetzt kann man Videos drehen von dem Spiel endlich. Habe das Spiel zum ersten Mal angezockt, bin schon Level 3 und... ja. Aber bis jetzt kann man hier halt Items kaufen im Store. Also RP, keine Ahnung was das heißt. Das ist halt die Standardwährung, wenn man zockt. Und Gold ist halt Gold. Also Ghost Coins heißt es hier. Ja, also im Spiel, warte mal kurz, ich erkläre es euch mal schnell. Business. Hier. Also das ist jetzt mein Charakter hier. Es gibt, warte mal, ich kann mich ja hier irgendwie ausloggen. Chat. Quit Game. Ne, ich muss jetzt nicht quitten. Okay, so, habe ich schon gespielt. Passt. Scheiße, wo ist denn das? Ah, hier ist Switch Class. Also am Anfang habt ihr halt hier Auswahlmenü zwischen drei verschiedenen Klassen. Assault, Recon, Spezialist. Und das ist Spezialist, also Specialist oder so. Halt Ammo Supply, also der, ich glaube der regeneriert Ammo und hat Energy Supply, keine Ahnung was das bringt. Der andere hat halt schöne Sniper-Scheiße, die kann schon was brauchen, ich hasse Sniper. Na okay, es kommt auf ein Wegspiel. Aber in dem Spiel ist echt scheiße. Cloak. Das ist nicht schlecht. Das ist der Assault, also für mich Medic. Was am geilsten ist, wenn du angeschossen wirst, kann er sich regenerieren. Also ich stelle jetzt mal den Medic vor, sagen wir es mal so. Das hier, Ghost Field, sehe ich zum ersten Mal. Das ist Battlefield 3 abgekupfert, kann man es mal so sagen. Da seht ihr halt, was ihr bekommen habt und alles. Ihr habt doch hier die Freundesliste, habe jetzt keinen drin, leider, weil es Closed Beta ist, deswegen ist nämlich jeder drin. Also haben wir hier unsere Waffe, können wir uns eine aussuchen, mehrere Waffen können wir uns kaufen mit der Währung. Das ist glaube ich eine drin. Das hier ist, bringt eigentlich gar nichts, das Ding. Oder bringt sie das? Ach ne, cool, hier kann ich was reinhauen. Damit sie was durchhält, die Weste, ne, brauche ich nicht. Ein Helm, was kann man mit dem machen? Nix. Da kann man hier zum Beispiel, das ist jetzt... weiß nicht, wie das Slot heißt. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es hier das Schutzschild. Also ihr hinten seht, das ist so Special Zeug. Wenn ihr F drückt, dann nehmt ihr das Schutzschild und rennt einfach nach vorne. Habt ihr schon gesehen, Clipping-Fehler, dass es durch das Ding geht. Das andere, Heat, das sieht man halt die Gegner, also Wärme, wo die sind. Und ihr halt die Wärmesignatur sehen. Team Upgrade könnt ihr halt hier für euer Team zum Beispiel kaufen. Provides in combat regeneration to your bei Allies, was relativ nice ist. Also ich bin gerade Level 3, deswegen kann ich es natürlich nicht kaufen. Hier gibt es auch die anderen Sachen, Blitz MK2. Ich glaube, das werde ich mir wahrscheinlich holen. 3975 ist nicht gerade viel. Ihr müsst halt schon ein bisschen abgehen, dann kriegt ihr schon gute Punkte zusammen. Also ich habe gleich in der Runde 500 bis 1000 Punkte, könnt ihr in der Runde schaffen. Und ja, Weapons gibt es ja, Assault Rifles hier. Sehr verschiedene, ja, verschiedene Levels müsst ihr hier haben, damit das alles funktioniert. Und Shotguns, ja, auch verschiedene Levels. Pistols gibt es natürlich auch, alles gibt es. Was also durch Abilities, das ist halt, diese Dinge habe ich schon gezeigt, Team Upgrade auch schon gezeigt. Armor könnt ihr hier Helme kaufen. Ja. Also auch mit diesen Ghost Coins, die man mit echtem Geld dann irgendwie holen kann. Bis jetzt kein Plan, wie das geht. Extra Storage Space, das ist für das, ich zeig's euch gleich, okay, haben wir schon. Mit dem Code, da haben wir keinen Code. Storage Space ist für hier, damit ihr hier was reinhauen könnt. Keine Ahnung für was das ist. Da kann man Military Pack provides basic equipment of a soldier and go. Kann ich nur sellen. Use. Ah. There we go. So hier mal. Okay. Play. Wir legen mal los, Leute, hätte ich gesagt. Also es ist, die Beta läuft schon seit 2 Wochen mindestens. Und ja.
ist relativ nice. Also ich finde das Game richtig geil. Am Anfang dachte ich, oh, ich gehe die ganze Zeit drauf, aber wenn man es dann zockt oder so, es ist schon nice. Es geht auch schon relativ geil ab, das Game. Also wenn ihr irgendwie in der Beta seid oder so, ihr könnt mich einfach adden. Ich heiße Dysprosium 11, weil MacMouse 11 wurde anscheinend. Also kann ich nicht nehmen, weil mein Codename so heißt. Leider, blödes Ubisoft. Und ja. Können wir den Movie runterschrauben. Eh schon. Dann schauen wir uns wieder auf 20, so wie immer. Oh Gott. Wie ihr schon seht, erster Bug. Keine Waffe in der Hand. Skin ist falsch. Sie sehen mein Charakter. Ey, da wollen sie mich verarschen. Ich glaube, er sterben, bis irgendwas geht. So, hier habe ich mein ganzes Equipment. Jetzt können wir uns spawnen. Also wollen wir mal loslegen. Oh shit. Oh genau, ich hasse diese Map. Ah, scheiße. Also hier haben wir die Map-Übersicht. Ist auch relativ nice. Könnt ihr hier mich bewegen, könnt ihr euch anschauen hier. Wo halt unsere Leute sind und wo wir hin müssen zum C-Punkt. Könnt ihr halt hier direkt auch Waffen wechseln. Und ja. Jetzt aktiviere ich zum Beispiel mal das Special. Und ich habe hier Schnitzel. Na komm mal her. Oh, verdammt, das war jetzt los. Scheiße. Letzte Runde war ich so gut, jetzt bin ich schlecht. Nicht gut. Ist. Naja, bis jetzt benutze ich die Pistole eigentlich überhaupt nicht. Grenades kann man zuwerfen, zeige ich gleich. Auch. Naja. Vielleicht hier unten. Ja, schießt mich. Ich will schon sehen, ich rede nicht gerade viel. Weil es muss mir echt konzentrieren hier. Scheiße. Oh scheiße. Auf jeden Fall kann ich mit dem Schild umrammen. Also ich ihn reiterisch auch, aber muss erst mal drankommen. Und man kann auch Melee machen im Spiel. Das ist auch möglich. So. Ja, bist du witzig. Ey, lol, wie habe ich jetzt geworfen? Bin ich wahrscheinlich gleich tot. Dankeschön. Volkama? Achso, der war da hinten. Ja.
Na toll. Ja, Grenades wieder. Rechte Maustaste gedrückt, zeigt nicht an, wo ich hinwerfe. Erstmal linke Maustaste wahrscheinlich. Hier ist es noch in der Beta und ist noch nicht öffentlich für jeden. Und auch nur der, der im Beta gegangen kann bis jetzt spielen, aber es gibt... Also wenn du dich jetzt registrierst, könnt ihr vielleicht schon dabei sein bei der nächsten Beta. Jo, ist gut. Dankeschön. Ja, ich renne da gleich rein. Warum haben alle um, wenn sie mich nicht abschießen sollten? So. Jawohl. Genau, Stens. Ich glaube, ich spinne, ey. So. Ja, die Pistole fällt doch immer mit dem Ding. Ist schon geil, was du da machst, ne? What the fuck? Der Merk. Kriegen wir noch hin, Leute, komm, das kriegen wir noch hin. Also links in der Beschreibung von dem Spiel. Wenn ihr downloaden und alles und... ey, meine Registrierung für die Beta und wenn ihr reinkommt, habt ihr Glück gehabt. Ja! Seit wann kann ich nicht schießen? Willst du mich verarschen? Und der hat gestorben wenigstens. Unglaublich. Kann ich nicht schießen? Richtig scheiße. Ich denke mal, das ist der Soundtrack, weil es schon mal passiert bei dem Game. Detected, das ist sehr schön. Das geht so. Ja, komm. Komm. Ich glaube, ich drücke immer aus dem Q oder irgendwie switche selber das Spiel. Ist das abgeschützt? Nee. Oder genug Speicher für Festplatte frei. Hi.
sieht's so aus. Na, er hat die Fresse gekriegt, wo ist das Problem? Schlangen. Wir hätten ja die Waffe. Ja, Mann! There we go! 10 zu 9 Stats, 16% Accuracy. Accuracy, ja, Genauigkeit halt auf jeden Fall. Ich hab's schon wieder falsch ausgesprochen. Cool, alles Deutsche, nice. Jawohl, nächstes Ding bekommen. So steigt man den Rang auf. Ich habe jetzt... Ich dachte, man kriegt 1000. Ach nein, ich glaube, wenn man Sachen erfüllt, so spezielle Aufgaben, dann kriegt man so viel. Zum Beispiel gibt es jetzt hier... Ja, 3000 Bulls muss ich halt feuern und das war's halt. Kriege ich halt... Legendary Supply, Dingsbums. Gibt's auch Achievements, denke ich. Wenn zum Beispiel 20 Mal einer aufs Maul hast oder so. Was ich bekommen habe, hoffentlich was Geiles. Das ist... Da habe ich die 2500. Na egal, haben wir es, nein. Dann haben wir hier mit Frag Grenades rein. Das passt soweit. Also Leute, das war's jetzt mit dem kurzen Einblick in Ghost Recon Online. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Abonniert mich und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao Leute!